Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf der Version 15W27A Snapshot von 1.9. Heute wollen wir, jetzt wo wir ein Dach haben, noch ein bisschen an den beiden Tieren ein bisschen die züchten und so. Weizen holen. Wo haben wir die Schere? Hier. Weizenkörner mitnehmen. Die Tiere füttern, wollte ich sagen. Und die Schafe scheren. Komm. Gut. Ja, das Schaf, schwarze Schaf muss halt jetzt noch alleine bleiben. So. Könnten sie dann umfärben mit Tintenbeutel. So, für die Kühe habe ich hier noch zwei. Jetzt können wir noch mehr holen. Glitschen noch ein bisschen herum. So. Irgendwie ist so ein bisschen die Kanten, also wenn man dann Kanten ankommt und so, ein bisschen anders geworden. Ein bisschen dynamischer. Ja, zum Beispiel hier. Muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen, dass man jetzt schneller ankommt. Früher konnte man so ein bisschen reingehen in das, in die Gegenstände reingehen. Ein bisschen zur Hälfte und jetzt kann man das nicht mehr. Sieht auch besser aus. Also es ist eigentlich recht bündig aus in den Ecken vom Hinterteil nicht. Aber es ist alles ein bisschen anders geworden seit der 1.88. Ja, wir haben bald genug Kühe und können dann ein paar Fleischstücke abknabbern. Nein, sie einfach killen, damit wir an Fleisch kommen. So, wollen wir das wegnehmen hier? Nein, das lassen wir so. Ich glaube, die wachsen hier nicht drauf. Ja. Genau. Okay. Dann gehen wir in die Mine. Haben wir genug Essen? Ja, wir haben genug Fleisch. Steak haben wir genug. So. Also, dann haben wir eigentlich alles. Das Fleisch, ja, das zuerst. Die Schere können wir reinlegen. Jetzt gehen wir mal hier runter. Jetzt können wir noch die Diamanten-Spitzhacke mitnehmen. So. Und strip-minen ein bisschen. Also hier sind wir auf Ebene 31. Dann müssen wir eigentlich das Wasser wieder wegmachen. Und uns tiefer graben. Und hier am besten auch noch zumachen. Okay. So. Machen wir das auch wieder ab, F3 wieder ab. Also hier zu. Hier bündig. Und hier die Fackeln hin tun. So, hier können wir Zombies. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Also, 23 sind wir hier. Jetzt sind wir auf 18. Hier ist irgendwo Lava. Ah, hier ist Lava. Okay, jetzt haben wir eine Abkürzung. Jetzt sind wir hier rausgekommen. So. Ah, ich habe es noch nicht so draußen mit dem richtigen Zeitpunkt angreifen, damit wir so stark wie möglich zuschlagen. So, jetzt müssen wir leider das Obsidian hier wegmachen. Oder ist das schon 11?
Ah, das ist schon F. Aber wir müssen es. Ach komm, wir machen das so. Also, so. Und dann gehen wir in diese Richtung. Stripmine. Können wir das wieder wegmachen. Und dann haben wir hier so die das Sprungbecken, damit wir keinen Schaden bekommen. So. Hier auch noch zumachen. Und jetzt haben wir hier Strip Mining. Okay, wir brauchen das Wasser. Das ist nicht so gut hier, weil hier können dann Monster spawnen und uns dann in den Nacken fallen. Dann müssen wir hier eigentlich gut auslöschen. Oh, Diamanten. Prima. Schön versteckt sind die Diamanten. So, also mal richtig gut auslöschen. Zuerst mal das Eisen hier wegmachen. So, hier ausleuchten, hier. Können wir hier eigentlich auch mal zumachen. Ja, geh weg. So. Und hier auch. Dann kommen die uns von dort nicht rein. So, neue Fackel machen. Ja, noch extra Fackel. Oh. Dann das Eisen abbauen. Ja, das, also das Eisen, das Gold abbauen, das Eisen lassen wir. Ja, okay, nehmen wir auch mit. Aber nicht alles. Das links oben, das rechts oben lassen wir. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Und jetzt die Diamanten nehmen. Also wir haben ja ein Ding unten in der Videobeschreibung stehen, die Challenges, die ich momentan habe. Und da heißt es, ich darf weitere Diamanten momentan auch nicht benutzen, sonst wird es zu leicht. Und deshalb bleiben wir jetzt noch längere Zeit auf Eisensachen, auf Eisenausrüstung. Kein Diamantschwert, kein Diamantwerkzeug, außer die Spitzhacke. So. Und das bis ich sage, es reicht. Also so lang wie möglich vor allem. So. Na, komm. So glitschst du raus. Ach komm, ey. So. Dort oben hätten wir noch Gold, aber das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. So viel Goldblöcke und so bauen wir nicht. Auch keine Äpfel, goldene Äpfel oder Notch-Äpfel. Dann gehen wir jetzt wieder weiter, Strip-Mine weiter. So, hier haben wir ein bisschen Redstone. Das heißt auch Levels. Und ein Zombies-Ding wo zu hören. So. Kommt irgendwas noch? Da ist der Zombie. Ich bin so schlecht im Kampfsystem. Nein. Im Alten bin ich so ein Oberpo. Nein. Ich habe nie PvP gemacht. Also so geht in PvP bin ich nicht. Aber ja. Ich muss mich einfach gewöhnen langsam an das neue Kampfsystem. Das braucht halt seine Zeit.
Ja, hier haben wir genug Gold. Bauen wir noch die Kohle ab. So, noch mehr. Hier höre ich wieder Lava, aber gehen wir nicht zur Lava. So, recht viel Kohle. Oh, das geht ja recht rein. Überall hat's Kohle. Schön. So, dann streamen wir weiter. Einfach mal in eine Richtung. So. Hier hätten wir noch Eisen. Nehmen wir das Eisen. Hier haben wir auch Eisen. So, dann könnten wir eigentlich noch ein bisschen Andesit mitnehmen. Ist ja Andesit, ja, Andesit. Für die Wege, also ich möchte am besten eigentlich fast alle Wege aus Andesit machen und die Nebenwege aus Gravel. Dann brauchen wir recht viel Andesit. Und Granit könnten wir auch noch ein bisschen nehmen. Hier ist nämlich Diorit noch. Machen wir noch das Granit hier. Aber nicht alles. So. Das reicht. Also, ja, das wird wahrscheinlich mit Lava befüllt werden. Nö. Okay, ist gar kein Lava, gut. So, hier auch noch. Ah, oh, schön, das gibt Level. Ich mag Redstone nur zum Leveln holen. Wenn ich dann zu viel habe, nehme ich immer noch Redstone mit, nur zum Level holen, sozusagen. So, und hier überall haben wir Kohle. Ein Kollege hat mal gesagt, er findet unter Ebene 20 viel zu wenig Kohle. Und ich finde so viele Kohle. Jo. Jetzt haben wir sicher bald zwei Stacks. Ja, 18. Ein Stack und 18. Also, dann geht's hier weiter. Nein, nicht einmal zu mehr Zwie klicken. So, da müssen wir hier reingraben. Einfach der Spur folgen. An welchem? Am minus 3,5 Koordinaten entlang. So, links ist irgendwo wieder Lava. Da können wir mal in diese Richtung streamen. Am besten hier mal. Weil bei Lava ist meistens eine Höhle. Ja, hier ist. Lava, lava, lava. Lava, lava, lava. So. Erkunden wir mal diese Höhle. Ja, viel Eisen haben wir hier. Immer schön das Wasser, das Lava umwandeln in Obsidian, damit es uns nicht in den Weg kommt und wir plötzlich dann reinfahren oder so. So, also Kohlen nehme ich nicht mehr mit, bisschen Eisen nehme ich noch mit. Das können wir alles dann im zweiten oder dritten
Ding machen. Also, wenn wir wieder hier sind und weiter Streetman mitnehmen. Da höre ich Spinnen. Ist das ein Strip irgendwo? Ist hier irgendwo ein Strip? Ein Stollen? Können wir mal versuchen. Das sind irgendwie zu wenig. Ah, schade. Ist kein Stollen. Wo ist denn die Spinne? Hier. Okay. Ist keine Giftspinne. Boah, haben die viele, also machen wir wenig Schaden. Könnten wir hier mal ein Schild bauen und dann nur blocken oder so. Wird vielleicht besser helfen. Ja, irgendwann gibt es dann auch Tipps und Tricks, die mir dann helfen können, damit ich mehr besser abtimen kann. Und eben, wenn ich das eigentlich kann, kann ich dann auch während dem Hüpfen gut timen. Aber momentan möchte ich noch ohne Hüpfen machen. So, haben wir hier einen Zombie. Zwei Zombie. Okay, ich probiere es jetzt mal mit Hüpfen. Ja. Geht doch leichter, wenn man es. Boah, hey. Hau ab, du. Okay, wir gehen nicht weiter. Zwei Skelette. Ist zu gefährlich. Wir gehen dort nicht weiter. So, haben wir hier noch etwas? Und jetzt ein Redstone. Ja, okay. Schade. Ach, komm mit. So. Hoffentlich finden wir dann wieder zurück zum Strip. Oh, eine Sackgasse. So, wir haben. Okay. Noch 11 Minuten. Ja, noch 14 Minuten kann ich aufnehmen. Bevor es dann zu lange geht bei YouTube, weil 37 Minuten lang ist. So, jetzt müssen wir zurückfinden. Ist aber nicht so schwer zum herausfinden, wo es zurückgeht. Sonst können wir einfach bei 3,5 zurückgehen, wenn wir es nicht finden sollten. Ich bin sehr gut im Zurückfinden. Ohne Koordinaten auch. Boah, haben wir viele Kohle hier. Viele Level. Jetzt haben wir schon 19,5 Level. Was? Das hört ja nie auf. Shit. So, jetzt müssen wir noch neue Werkbank machen und neue Spitzhacken craften. Können wir gleich zweimal machen. Dann müssen wir bald mal den Ofen noch hintun und neues schmelzen. So, wir haben ja genug Eisenerz hier. So, die Spinne wartet auf uns.
Und Level 20. Wie viel Kohle haben wir jetzt? 2,5 Stacks bald. Shoot. Unendliche Kohleflöze. Praktisch. So, jetzt haben wir genug. Also, jetzt kann ich noch Andesit mitnehmen. Ah, fällt mir gerade auf, dass hier Andesit ist. Für die Wege brauchen wir. So, aber das reicht. Gut. Wir haben noch Eisenerz. So, dann gehen wir weiter. Also hier ist der Strip. Nein, das ist nicht der Strip. Das ist nicht unser Strip. Boah. Genau. Geht unser scheiß Schwert kaputt. So, hier haben wir den Strip. Irgendwo hier. Da ist es. Sehr schön. Dann machen wir hier zu. Gut. Was brauchen wir? Da die Workbench. Jetzt ist die Fackel weg. So, schmelzen. Eisenerz schmelzen. Jetzt gehen wir mal in diese Richtung. Hier haben wir nichts mehr. Ein bisschen in diese Richtung graben, bis wir dann wieder weitergehen in diese Richtung, wo die Strip zeigt. So. Aha, Kohle wieder sehr viel. Eisenerz. Also ich sage, ich mache bis zur 15. Folge mache ich nichts aus Diamanten mehr. Und dann mache ich es wieder, weil es langsam jetzt langsam. Das langsam wird langsam. Und langsam. Tja. Mit einer Eisenspitzhacke tut sich nicht so gut graben. Merke ich gerade. So, dann mal schauen. 7 haben wir schon mal. Dann machen wir 2 Schwerter. Ah, wir haben sogar noch ein Schwert. Merke ich gerade. Dann machen wir noch eine Spitzhacke. Oh, und eine Schaufel können wir auch machen. So. Also, dann machen wir wieder kaputt. Nehmen das mit. Und strip meinen weiter. Ach komm, da. Dankeschön. So, mal schauen, was als nächstes kommt. Eisen wahrscheinlich. Das erste Erz ist das wunderbare Erz, das wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Was bekommen wir hier? Ein Diorit. Brauche ich doch nicht. Ah, Eisenerz. Also Eisenerz ist das wunderbare Erz, ja, weil wir es am meisten brauchen. Kohle brauchen wir jetzt momentan nicht so viel. Ich will da ausleuchten. So. Die Strip Mining Folge. Die Strip Mining Folge. Oh, Lapis Lazuli. Toll. Finden wir dich auch wieder mal. So, jetzt haben wir zu viel im Ding, im Inventar. Noch ausleuchten. Zählen wir auch Wasser irgendwo. So, jetzt, ja, es ist dann bald vorüber, die Folge. Macht nichts.
kurz hier voll machen, damit die Zombies und die Creeper oder so, also die Monster, nicht reinkommen. Und dann geht's weiter. Hier haben wir noch Kohle. Da auch, dass die Zombies und Creeper nicht durchkommen. Und hier auch. Schutz muss sein. Wenn wir noch so noch ungepanzert und schlechte Sachen haben, schlechtes Equip haben. Wir wollen lieber auf Sicherheit gehen. Später müssen wir das nicht mehr machen, aber wäre auch gut. Sonst werden wir noch überrascht. So. Komm jetzt, Diamanten. Kommt. Kommt zu Papa. Hier auch nichts. Glück haben wir jetzt gerade nicht. Wir haben zwar wie viel gefunden? 8 Stück. Aber trotzdem haben wir nicht so viel Glück. Nur an einem Ort finden ist auch zu wenig. Naja, finden schon. Wir finden schon. Ja, Lapis Lazuli sind keine Diamanten. Sehen aber ähnlich aus. Ja, das Eisen nehme ich jetzt nicht mit. Werfe ich noch ein bisschen Bruchstein raus. So. Geh mal raus. Du auch. So. Finden wir noch etwas? Komm schon. Bis Ende Part will ich noch etwas gefunden haben. Nein, das ist nicht gut. Kohle haben wir genug jetzt. Das nehmen wir einfach nicht mit. Nur dort, wo wir durchbuddeln müssen. So. Ja, momentan ist es gerade ein bisschen langweilig schon fast. Und da nichts kommt. Komm mal. Ja, jetzt dann. Lassen wir auch hier. Keine Höhle. Kein Lavasee. Nichts kommt. Ja, toll. Haben wir schon wieder zu wenig Fackeln. So, das reicht mal. Und jetzt müssen wir leider zurück dann. Schade. Oder wir können noch hier bleiben. Wir machen jetzt einfach eine Truhe hier. Und in der nächsten Folge machen wir hier weiter. So. Eine Truhe. So, da drauf, da noch aufmachen und hier machen wir jetzt mal alles, was wir nicht gleich brauchen, rein. So, ja, die Diamanten können wir auch mal reinlegen. Den einen Lapis Lazuli, der überschüssig ist von einem Stack, auch. Und das alles andere machen wir dann später weiter. Gut, danke schön fürs Schauen dieses Partes, der nächste kommt morgen dann. Ja. Viel Spaß noch mit anderen Videos von mir oder von anderen YouTubern oder was ihr gerade macht und ja, tschüss.